Wenn dann halt so, ja, so im letzten Moment so das Ruder rumreißt, was so, bäm, und dann so schreiben könnte, das wäre schon toll. Aber nein, Ja. gewinn nicht. Ja, vielleicht machen sie es irgendwann. Vielleicht, ja. Das ist gut über das Spiel, das wird ja immer wieder aktualisiert. Boah, die Ladezeit ist aber gerade echt heftig. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Magic Duels mit mir, dem Nick, und als Gast heute dabei der Erich. Servus. Wir spielen online im zweiköpfigen Riesen. Ich glaube, ich ziehe eine neue Hand, oder? Die ist nicht so geil. Naja. Ja, komm, ich zieh mal neu. Gut, die ist nicht besser. Aber du magst es. Ich glaube an dich. Ich probier's. Okay. Du spielst Delirium. Ja. Ich spiele Ramp. Schauen wir mal, ob das harmoniert miteinander oder ob wir voll auf die Fresse fliegen. Ich hätte den Wald spielen müssen im ersten Zug. Ärgerlich, ärgerlich. Warum hast du die Kobra in deinem Deck? Weil sie für Delirium als zwei Karten zählt. Ah, okay. Als Artefakt und als Kreatur, Als ne? Artefakt, genau. Okay. Und Todesberührung ist auch nicht schlecht. Ist nützlich, ja. Ich müsste so noch zwei Mana ziehen, dann wäre alles gut. Aber ich glaube, bis ich das ziehe, ist das Spiel vorbei. Eins würde auch schon reichen, oder? Ne, nee, Karte macht besonders. Ja, muss schon die Daumen drücken. Ja, wie ich und Mana ziehen, das ist so eine Sache. Mir geht es auch nicht besser, hast du eh schon gesehen. Also ich lehne mich jetzt zurück und sehe dir beim Spielen zu. Oh. Boah, die haben die Schadenseffektanzeige an, ehrlich jetzt. Ja, so Oh lässt sich sowas. Gott. Das ist meistens das Zeichen, dass man gegen Noobs spielt. Ja, der rechte spielt eh 55 Karten, also. Ja. Ich habe ein 100-Karten-Deck. Ist auch ziemlich witzig. Oh, ja, mehr Zeit gehabt. So bravurdig, im Endeffekt. Mit Gehirn im Glas und so. Ja. Ach ja. Ich habe es dir gesagt, ich und Mana ziehen. Ich höre nicht mehr auf damit. Richtig. Was braucht was dabei? Der Giftpilzzüchter. Du hast sogar die Weggabelung auf der Hand, war. Für Mana. Ist auch super, bringt eins ins Friedhof und eins aufs Tempt. Ah, für mein Deck ist die, glaube ich, nichts. Na, das ist nur für Delirium interessant. Weil wenn du es spielst, hast du mindestens Ja, da hast du schon mal die Hexerei auch noch im Friedhof. Ja. Hast du schon den Deliriumseffekt? Ja, hast du. zwei. Ja, habe ich schon. Sogar fünf verschiedene Karten im Friedhof. Ja, das geht bei dem Deck recht schnell, dass man Delirium hat. Okay,
Okay, der oben links hat das gleiche Problem wie ich. Kein Mana. Ja, ich spiele dann mal meine Chaddy-Holz-Ableger. Ich glaube, die Fliege entscheiden das Spiel. Wollen wir es hoffen? Er hat schon gut Schaden gemacht bis jetzt. Ah, der zieht wenigstens Mana. Du jetzt, ja. Ja. Okay, das ist blöd. Ich glaube, er tötet die Fliege. Ja. Ja, blöd, wenn er was anderes tät. Okay. Tötet einen Flieger. Nur nutzen, solange er nur zur Verfügung steht. Also weg. Ist irgendwas auf dem Friedhof, was du haben willst? An Kreatur? Vielleicht das Ding, das Vieh? Das Monster, ja. Ja, das kann man schon brauchen. Da müsste ich jetzt Mana ziehen, dann hast du es. Stimmt. Das geht auf andere Spieler, cool. Ja, das ist natürlich jetzt kacke, dass sie da uns eindrücken. Ja. Ich schmelz durch. Hurra! So, da. Nimm es. Dankeschön. So, das gibt wieder Lebenspunkte, weil ich im Land gespielt habe. Oh, das mit den Ländern ist so geil. Zack, zack. Die freundliche Fremde, die finde ich auch super. Ja, Flip und eine Kreatur ist tot. Die kann man aber nicht flickern, oder? Doch, könnte man auch. Aber dann kommt es wieder zur Normalform zurück. Genau, dann muss wieder aktivieren. Die 3 Mana zahlen zum... Ja, brauchst du erstmal das Delirium für. Ja. Tja, wieder auf die Hand. Da muss ich zumindest kein Land opfern in meinem Zug. Das ist richtig. Aber so hast du auch keinen Draw Speed. Stimmt. Was könnte ich dir noch geben? Ich könnte dir deinen zwanghaften Häuter geben. Der bringt dir nämlich immer Plusmarken, ist auch geil. Und sogar 2 Marken. Er ist ausgezoppt. Der rechts hat so viel Mana.
und spielt nichts. Ja. Der wartet nur darauf, dass wir irgendwas machen. Ich merke das. Ich könnte das Feld zerstören. Aber dann wäre dein Flieger weg. Ich glaube, es ist doch besser, du bringst mal den Häuter, Ich glaube auch, ja. Der Häuter ist top. Bitte schön. Dankeschön. Ach, stimmt, das Ding gibt's ja auch noch. Wegen dem Saatwächter. Weil du kannst jetzt all deine Kreaturen sicher machen für meine Kosilex Rückkehr. Und dann Wie könnte viel ich die macht ein. die 3 Schaden, oder? Ne, zwei mach die. Na. 2. Dann könnte ich das Feld mal clearen. Oh. Oder jetzt aber lange überlegt. Ja, die Frage ist, was tötet er jetzt? Den Flieger oder den Häuter? Denn heute wäre klüger. Ja, eigentlich schon, ja. Oh, okay. Den Saatwächter? Dem ist schon klar, dass ich jetzt einen riesigen Elementarhaufen krieg. Ich hoffe, er weiß das ja. Aber anscheinend nicht. Na gut. Spielt uns in die Hände hier. Ja. Ich komme jetzt auch so langsam ins Spiel. Ist auch Was hat er heftig. denn jetzt noch? Das ist geil, weil er zwei Marken verteilt. Ja, das war klug. Okay. Vielleicht hat die Handkarte von dem anderen gesehen. Er hat es deshalb gemacht. Stimmt, sie sehen ja in den Handkarten, aber wenn sie nicht miteinander denken können. Boah, das wäre aber schon fast zu klug gewesen, oder? Ja, das war klar. Aber das stört mich nicht wirklich, weil wir haben so viele Lebenspunkte. Das. Ja, du kannst den 2-1 so blocken, aber das ist wahrscheinlich ein Kombi-Trick. Ja, wahrscheinlich, ja. Darum habe ich es auch nicht gemacht. Weil der hat Grün. Urholen oder so eine Kacke. Oder die Macht der Massen, da gibt es ja endlos viel. Vor der Mama her, dass er neu sitzen kann. Oh. Oh, Fiery Temper. Das ist doof. Aber Aber jetzt könnte ich gleich meinen Zauber spielen, ohne auf dich zu achten. genau. Aber will ich das? Ist halt die Frage. Eigentlich muss ich es ja nicht machen. Stimmt eigentlich. Ist besser, wenn du explosive Vegetation sprühst. Genau. Na, ich bringe jetzt hier wieder mein Monster raus. Oh, das klopft schon mal nochmal. Hallo. Ohne Scheiß, die Raben entscheiden hier das Spiel. Diese dreckigen Mistviecher.
Die noch nicht, oder? Echt? Mehr Blocker. Ah, okay. Und dann braucht er vielleicht seinen Removal für den statt für den 6-6er. Ich glaube, er bringt ihn dir wieder auf die Hand zurück. Wie er es immer macht. Oder er legt es on the top, das haben wir auch noch nicht gesehen. Siehst du? Da? Oder bringt das dir auf Deck? Nee, nee, das liegt gar auf Tent. Aber das haben wir noch gar nicht gesehen, das war eigentlich besser, war, weil das war wieder auf Stick aufgelegt. Ja. Ich verstehe noch nicht ganz, was der links für ein Deck spielt. Bravour oder was? Ja, Bravour. Ich mag solche Decks nicht. Sind zu anfällig, finde ich. Ne, ich spiele selber in Real Life. Ah, Bravour Deck, das war auch rot, blau ist, das ist brutal schnell. Weil lauter so günstige und dann ein Draw-Spell nach dem anderen. Das ist böse, ja. Vor allem, ich hab da einen drin, der wo sagt, ich krieg für jede angreifende Kreatur, die ich kontrolliere, eine Karte. Dann habe ich drei Kreaturen, greif an, alle lösen Bravour aus und ich zieh drei Karten. Das für drei Mana. Boah. Okay, er holt sich Alan Kord. Er möchte etwas zerstören von dir. Ja, wahrscheinlich mein Flieger. Wahrscheinlich, aber er wird dazu nicht kommen, glaube ich. Ja, greift uns an, ist mir egal. Wir sind ja fast auf 30, Mensch. Das ist ja. Oh. Oh, die Pilgerreise. Sehr schön. Pilgerreise ist gut jetzt, ja. Mach ich jetzt das Feld sauber oder mache ich es nicht sauber? Eigentlich schon, wa? Muss eigentlich nur nicht sein. Ja, okay. Weil ich kann jetzt mit den einer flippen und hab den dicken Blocker. Da kann ich jetzt den Planeswalker weggenommen. Außer er hat irgendwas. Ah ja. Dann kannst du nur immer mit dem rollenden Donner wegmachen. Nur mehr Fiery Temper. Wahrscheinlich, ja. 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 Ah. Sauerei. Aber okay. Soll uns nicht weiter stören. Die muss einfach weg. Jetzt hat er wieder was. Kann er nochmal nicht viel machen. So. Ja, okay. Er hat einen Flieger weggemacht. Das kann ja nicht wahr sein. Aber die alte fliegt doch auch, oder? Nee, tut sie nicht. Ich könnte den Flieger wieder auf die Hand geben. Nee, der Grünwächter tut nur. Ah, du machst die anderen Karten. Ja, genau. Genau. Ah, okay. Ah, das funktioniert schon. So, aber du hast jetzt auch gleich mehr Draw Speed. Stimmt. Aber das kann auch nach hinten losgehen. Nee, ich hab momentan nur Länder. Na, ich bin da immer vorsichtig mit diesem Vieh. Nee, ich hab's auch noch nie gespielt, also das erste Mal. So, möchte ich irgendwas töten? Jetzt hätte ich noch Mana offert. Die 4-4er vielleicht. Ja, die kann er fluchsicher machen, wenn er es transformiert. Ah, stimmt, scheiße, die kann er transformieren sofort. Ja, dann. Nee. Dann
Oh, Allen Court. Das ist ja nice. Was meinst du? Ich habe mein Grappling-Marodeur und habe Ding draußen, Schleichwege der Diebe. Greife nächste Runde an, Ah, Krypta, nee, 10 nee, Schaden. warte. Du greifst in diesem Zug an. Das Teamplay hier. Das war's, oder? Ja, eigentlich schon. Nee, Moment. Nee, mit 2 überlebt er. Ah, ich habe so eine Karte auf der Hand. Die dreht das ganz schnell. Stimmt, in der Donau noch. Perfekt. Super. Super gelaufen. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Wahnsinn. Ach, die Ah, können ja nix. heftig.